Wir machen seit 20 Jahren Holzrahmenbau. Hat sich langsam entwickelt bis hin jetzt zu diesem Zeitpunkt hier, wie wir jetzt aufgestellt sind mit der Abbundanlage und mit der Zimmermeisterbrücke. Und wir bauen jetzt im Jahr 7 bis 10 Häuser. Vor 40 Jahren wurde unser Betrieb gegründet von meinem Großvater. Mein Vater ist mit eingestiegen. Danach stellten wir die ersten Gesellen ein und waren immer im Holzbau tätig. Zimmerei und Tischlerarbeiten haben wir ausgeführt. Unsere Zimmerei, die arbeitet auf einer Produktionsfläche von ungefähr 1200 Quadratmetern in unserer neuen Halle. Unsere Tischlerei hat eine Produktionsfläche von ungefähr 800 Quadratmetern, wo wir Treppen, Möbel, Einbauschränke, alles Mögliche bauen. Dann haben wir uns eben zu diesem Weg entschieden, dass wir möglichst eine hohe Automation haben hier bei uns im Betrieb, dass wir mit unseren wenig Leuten möglichst viel fertig bekommen können. Und das war der Ausschlag, dass wir in diese Richtung gegangen sind. In der Zimmerei findet halt dann der Holzrahmenbau statt, wo wir jetzt uns für die Zukunft sehr gut gerüstet haben durch unsere neuen Maschinen, die wir von Weimann bekommen haben. Einmal die Abbundanlage, die Beamtec B560 und die Waltic M120. Da legen wir die Riegel noch selbst zusammen, legen Platten auf, heften die kurz und dann ist die Multifunktionsbrücke dazu in der Lage, das alles komplett selbst auszufräsen, Konturen zu fräsen und nachzuschießen. Der Datentransfer aus dem Abbundprogramm auf die Beamtec stellt sich sehr einfach dar. Es sind 3, 4 Mausklicke, die da gemacht werden müssen. Und dann sind die Daten auf der Maschine. Und die Maschine fängt sofort an zu sortieren, wie viel Längen Konstruktionsvollholz brauche ich, von welchem Querschnitt, und optimiert die ganzen Sachen in Sekundenschnelle. Und somit hast du ein optimiertes Bauvorhaben, wo eine Verschnittoptimierung dabei ist, sage ich mal, was einfach optimal ist. Wir haben so gut wie keinen Verschnitt mehr an den Hölzern. Die Bearbeitungen sind so genau und da sind wir sehr zufrieden. Wir haben ja 2 Selbstbautische. So sind wir in der Lage, Decken und Wände gleichzeitig zu bauen, da wir auch die Dachdeckenspanner haben und währenddessen auch noch weiter ab und zu tätigen. Die Vorteile davon sind ganz klar die Passgenauigkeit auf den Millimeter genau, der Abbund auf den Millimeter genau. Keine Engpässe auf der Baustelle, dass irgendwas nicht passt. Das ist der Vorteil von den Maschinen. Und eins noch, flexibler zu sein. Flexibler zu sein, auf Kundenwünsche zu reagieren, ist natürlich auch ein Punkt, der nicht vergessen werden darf. Wenn man am Markt bestehen will, geht es nur über Automatisierung und gute Maschinen. Und den Schritt haben wir nie bereut.